Hallo und herzlich willkommen zu Espada Breaks. Heute geht es um die 6175 aus dem Jahr 1995, 152 Teile ungefähr und das Ende der Aquanauts-Vorstellung. Das ist das letzte Aquanauts-Set, was ich besitze und deswegen gehen wir hier mal rein, denn das hat aber auch noch einige sehr, sehr schöne Sachen. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Videos, dass es nur zwei Aquanauts gibt. Hier haben wir sie beide in einem Set, ja. Also einmal den mit dem schwarzen Helm. Der hat hier aber ein anderes Gesicht, ja. Ich zeige es euch mal. Der hat jetzt so ein Funker-Gesicht. Seht ihr das? Mit so einem Funkgerät. Sonst war das ja einer mit Sonnenbrille. Bei dem anderen ist wieder der mit dem roten Stirnband dabei. Ja, das sind so die beiden Figuren. Jetzt aber Butter bei den Fischen, ja. Denn wir kommen zum Set. Wir haben erstmal wieder dabei, wieder diese schöne Pflanze, auch mit dem roten Unterteil. Sehr, sehr cool. Aber wir dürfen diese Krake, ich hatte sie ja schon mal gezeigt, diese Krake ist einfach super. Auch hier wieder dabei für Unterwasserwelten. Sehr, sehr, sehr gut zu gebrauchen. Darüber hinaus noch ein weiterer Kristall mit dabei. Warum ein weiterer? Weil wir hier wieder eine Magnetbox haben, ähnlich wie bei dem größten, was ich von den Aquasharks gezeigt haben. Auch hier kann man das öffnen und hier ist auch noch ein Diamant drin. Oder ein Kristall. Also haben wir hier zwei Kristalle im Set. Anleitung, wie ihr seht, ist mega groß. Also die Anleitung ist fast so lang wie das Set. Hat wie viele Seiten? 10, 15? Ist nicht mal 12 Seiten. Also ist wirklich dünn, aber groß. Kann man machen. Ist auch noch ein super Zustand. Warum? Komme ich später zu. Wir gucken uns jetzt erstmal das Set an, bevor ich noch auf mein Special-Bonus heute eingehe für das Set. Wir haben hier alles bedruckt. Alles, was ihr irgendwie in irgendeiner Weise seht, was nicht wie ein Standardstein aussieht, ist bedruckt. Es gibt keine Aufkleber. Ich wiederhole, keine Aufkleber im Ganzen. Also, man hat 95 wirklich alles bedruckt. Es ist alles bedruckt. In dieser ganzen Aquanaut-Serie von 95 gibt es, glaube ich, keine Aufkleber. Ein Traum. Und ich meine, so als Kind, das ist doch schick, sowas zu spielen. Wir fangen mal von hinten an. Wir haben hier drei Propellatoren, ja, drei Propeller, die sich auch sehr gut wieder drehen, wenn man reinpustet. Mache ich jetzt natürlich nicht. Wir können hier hinten aufklappen. Boah, ist das fest. Wir können hier hinten aufklappen. Da können wir die zweite Person reinsetzen, gegebenenfalls auch hier den Kristall reinbunkern, ja. Auch sehr schön hier in diesem Dark Blue, Transclear Dark Blue. Dann haben wir hier diese Stangen, die verbiegen leider immer, aber hier sind sie noch recht gerade. Ich glaube, die ist ein bisschen verbogen. Sonst sind die recht gerade. Wir gehen dann hier oben drüber weiter. Hier haben wir die Stangen auch nochmal in Transclear Orange, die etwas dickeren und kleineren. Wir haben hier oben einen Bordcomputer, bedruckt der Stein. Bedruckt. Wir haben hier eine Seite, und das wird jetzt interessant, denn wir haben hier an der Seite Klappen. Die kann man aufmachen. Ja, ist nichts drin, ja, ist leer. Aber da könnte man theoretisch auch wieder das hier reinstellen. Ja, das könnte man jetzt hier so einlegen und zumachen und weg ist es. Dann haben wir oben noch so ein Steuerpult, das ist aber noch ist ein ganz altes Teil, das gab es schon bei den Weltraumsets in den Ende der 80er. Wir haben hier die Flossen für den Fahrer und wir kommen jetzt weiter zu großen Teilen. Ja, also es wird ja immer sehr verschrien, so große fertig gesetzte Teile. Ich finde es hier eigentlich ziemlich cool. Wir haben hier dieses große dunkelblaue Glas hier hinten, ne? Das finde ich wunderschön. Ist einfach ein Träumchen. Dann haben wir oben den Kompass, den habe ich euch ja gezeigt aus dem Piraten-Set, Rotröcken. Hier ist der Kompass aber schwarz mit Gelb. Oder Gold ist das, glaube ich, ne? Ne, schwarz mit Gelb. Also und bei den Rotröcken war der halt weiß mit Schwarz drin. Das heißt, die haben sogar noch eine andere Farbe genommen. Jetzt habe ich hier einen schönen Kompass, wie ihr seht, der auch funktioniert, denn der dreht sich nicht mit. So. Vorne, hier auch wieder zwei einmal einer Fliesen bedruckt. Jetzt kommt das schöne nächste Teil. Hier vorne kann man aufklappen, auch Transclear Blue, ein Guss das Teil und kann das Ganze so hochklappen, um den Fahrer reinzusetzen. Hier nochmal der gleiche Bordcomputer, wie wir oben drauf haben, auch bedruckt. Innen drinne hier zwei Lenkräder, irgendwie ein bisschen blöd, entgegen der Fahrrichtung. Ja gut, ansonsten habe ich auch hier drinne noch massig Platz, da könnte man theoretisch sogar beide Figuren reinsetzen oder reinstellen, zumindest die zweite. Kommt ein bisschen drauf an, wie mit dem Rückenteil, wie das, wie gut das klappt. So, und dann kann man das hier schön zuklappen und dadurch, dass man hier vorne unten das hier, das untere Teil, das Transclear, auch ein Gussteil ist, aber anders als oben, weil das natürlich das Unterteil ist,
ist das einfach ein Traum. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Set. Ja, ich finde es super. Auch unten hier diese, ne, dicken, ich sage jetzt mal Kufen drunter oder diese Bodensachen. Es ist einfach wunderschön. Und was auch wunderschön ist, warum diese Anleitung, diese hier so wunderbar noch aussieht, zeige ich euch jetzt. Denn ich habe hier etwas, das nennt sich Karton. Ja. Und es ist nicht nur etwas Karton, es ist all of it. Ich habe sogar noch den Blister. Ja. Der Blister zum dazugehörigen Set. Wir gucken mal, was noch in dem Karton drin ist. Wir haben hier einen 95er, den kleineren Katalog von 95. Ja, hier unten da, hier Insulana, großes Herzchen. Hier oben haben wir die Drachenritter, habe ich auch jetzt fast komplett über Kleinanzeigen. Hier habe ich sowieso die große Burg von. Schön. Und darüber hinaus, und das ist, glaube ich, hier das Highlight, habe ich euch vergessen zu zeigen, beim größten von Aquasharks, aber hier zeige ich es euch ganz kurz. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege es auf die Kamera. Wir haben ein Aquanauts-Poster dabei. Ja. Lego-System, hier Aquanauts. Da seht ihr, das hinten diese große Station, die habe ich nicht gehabt. Aber wie gesagt, die kleineren Sets, die hatte ich halt alle. Ein Träum, ein schöner Traum. Ja. Das kommt jetzt hier alles wieder rein. Auch das kommt rein. Und deswegen ist diese Anleitung auch bei mir so gut erhalten, weil die natürlich hier schön in dem Karton lag. Ihr seht, die Anleitung ist so groß wie der Karton. Und auch hier, Frontseite vom Karton, was es früher halt irgendwie gab, was die Kinder immer angezogen hat. Man kann es aufklappen und reingucken. Auch das etwas, was es heutzutage nicht mehr in dem Umfang gibt, was sehr, sehr schade ist, weil das hat ja immer früher als Kind, oh, guck mal, da ist so ein Oktopus bei und die Figuren, wie cool sehen die denn aus? Das hat früher immer schon so ein bisschen Vorfreude auf das Set gemacht. Ja, und ich habe auch sehr viel Freude auf das Set. Ich hoffe, derjenige, der jetzt die ganzen Aquanauts, Aquasharks kriegt, nämlich Ben Briggs, der freut sich genauso drüber. Genau. Ich hoffe, er kann damit seine Unterwasserwelt ein bisschen erweitern. Ich habe da leider keinen Platz für und ich freue mich, das in gute Hände abzugeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Exkurs von Aquanauts Aquasharks. Lasst einen Daumen da. Nächste Woche geht es wieder weiter mit City. Da gucken wir mal, was wir da ausbuddeln. Ich habe gehört, es könnte irgendwann mal auch noch größere Sets von City kommen. Man munkelt, dass eventuell da irgendwo noch so eine Feuerwache und ein Flughafen irgendwo drin steckt. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.